Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich zu der Creapolis-Vortragsreihe Was ist? Begrüßen. Das Thema des heutigen Vortrags lautet Was ist diese? Ich möchte mich auch kurz selber vorstellen. Mein Name ist Markus Jakob. Ich bin seit circa einem Jahr Forschungsprofessor an der Hochschule in Coburg und verantwortlich für motorische Kraftstoffe und Brennverfahren und bin eingeladen worden, Ihnen einen Vortrag zum Thema Was ist diese? Vorzustellen. Im Rahmen dieses Vortrags möchte ich Ihnen jetzt natürlich keine Sachen erzählen, die Sie eh schon wissen. Das heißt, Sie wissen, dass es einen Dieselmotor gibt, Sie wissen, dass es Dieselkraftstoff gibt, Sie wissen, dass es bei Dieselfahrzeugen auch Emissionen gibt, auf die man achten muss. Aus diesem Hintergrund habe ich drei andere Themen mitgebracht, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte und vielleicht einen anderen Blick oder vielleicht auch ein paar interessante Hintergrundinformationen präsentieren zu können. Und die drei Themen, die ich Ihnen mitbringen möchte und vorstellen möchte, sind: Diesel ist ein Energiespeicher, und zwar ein ganz hervorragender, im Speziellen und flüssige Kraftstoffe im Allgemeinen auch. Wenn wir uns anschauen, wie gut dieser Energiespeicher ist, wird Ihnen auch klar werden, warum der Dieselmotor genauso betrieben werden muss, wie wir ihn betreiben. Und im Brennverfahren könnte ich Ihnen stundenlang am Stück dann Informationen erzählen, was da alles interessant ist. Alle im Studio sagen, aber ich soll das nicht tun. Bedeutet, ich werde an der Stelle nur ganz kurz aufs Brennverfahren eingehen und Ihnen dann ein paar Themen zeigen, die wir an der Hochschule Coburg im neuen Zentrum für Mobilität und Energie untersuchen möchten. Beginnen möchte ich aber mit dem Thema Energiespeicher, weil das interessanteste Thema in diesem Vortrag ist. Bei den Kraftstoffen hier mal ein Bild von verschiedenen Kraftstoffproben. Ich habe hier auch ein paar mit dabei. Kennen Sie den Punkt? Die haben einen gewissen Geruch, eine gewisse Farbe, sind ein bisschen dickflüssiger und können an der Tankstelle gekauft werden. Dabei ist Ihnen auch klar, dass da Energie drin gespeichert ist, denn Sie fahren an die Tankstelle, kaufen sich 50 Liter Kraftstoff und können damit dann nach Köln fahren. Und dass in einem solchen Kraftstoff auch Energie gespeichert ist, ist Ihnen auch bei jedem Feuerzeug klar. Denn wenn Sie das Feuerzeug anmachen und Ihren Finger in die Flamme reinhalten, wird Ihnen auch klar sein, dass da Energie drin gespeichert ist. Der Vorteil bei dieser Energiespeicherung ist, jetzt von der Chemie, und wenn man dann mit Chemiker redet, erzählen die Alten mal was von Kohlenstoffchemie. Mit der Kohlenstoffchemie können wir nämlich besonders viel Energie speichern. Das obere ist eine chemische Reaktionsgleichung. Links ist das, was wir da reingeben, rechts ist das, was rauskommt. Will ich auch gar nicht im Detail mit drauf eingehen. Der Punkt darunter ist, das, was wir hier links reingeben, hat mehr Energie als das, was rechts rauskommt. Das heißt, wir haben im Kraftstoff chemisch gebundene Energie. Und diese Lücke hier hilft uns dann halt, die Energie freizusetzen. Und das Schöne bei der Kohlenstoffchemie ist, dass die Produkte, die da rauskommen, besonders niedrige Energieniveaus haben. Das heißt, wir haben immer eine große Stufe und damit die Möglichkeit, viel Energie zu speichern. Dass wir das jetzt zufällig schon seit mehreren hundert Jahren oder tausend Jahren nutzen, kommt uns zugute, ist aber im Endeffekt ein großer Vorteil, weil wir dann halt mit wenig Kraftstoff besonders viel Energie speichern können. Der zweite Vorteil bei den Kraftstoffen, nachdem wir uns jetzt hier die Chemie angeschaut haben, ist der Punkt, dass wir das Ganze mit Sauerstoff ablaufen lassen können. Denn wenn wir die Energie freisetzen wollen, müssen wir nur den Kraftstoff mit transportieren und sonst nichts anderes, denn wir können das Ganze einfach aus der Umgebungsluft nehmen. Wenn wir das nicht machen können, bräuchten wir nämlich unseren Kraftstoff. Wir bräuchten unseren zweiten Reaktionspartner. Wir würden wahrscheinlich sogar relativ viel vom zweiten Reaktionspartner benötigen, damit das Ganze ablaufen kann. Beim Fall von normalen Kraftstoffen, die wir im Motor verwenden, wäre das so ein Massenverhältnis von 1 zu 14. Und dann würde der Tank natürlich schon sehr groß und unpraktisch werden. Die ganzen Systeme brauchen wir gar nicht, weil wir einfach die Luft nehmen können. Bedeutet, damit wird unser normaler Energiespeicher natürlich noch praktischer. Nächster Punkt ist, wir haben da viel Energie drin und das Ganze ist auch noch ganz einfach zu handhaben. Denn wenn ich jetzt den Kraftstoff nicht hier drin speichern möchte, sondern in irgendeiner anderen Glasflasche, dann fülle ich das einfach um und dann ist die Energie in der anderen Glasflasche drin. Und bei der Tankstelle reicht mir auch eine normale Zapfpistole und ein Plastiktank im Fahrzeug, um das zu speichern. Das bedeutet, von der Handhabung ist das unglaublich einfach. Die einfache Handhabung ist unter Umständen auch der Grund, warum es sich so gut durchsetzen konnte, aber das sind erstmal wichtige Punkte, die uns natürlich in der Energiedichte helfen, um viel Energie zu haben. An dem Punkt kommt aber, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eine Frage auf, und zwar die Frage, warum reagiert das denn nicht schon sofort, wenn da viel Energie drin gespeichert ist und das mit Luft reagieren kann, denn Luft ist überall. Und wenn Sie einen Tank offen stehen haben, müsste das doch sofort brennen und hier müsste doch sofort diese Menge an Energie freigesetzt werden. Dass das nicht passiert, ist Ihnen auch allen klar, denn jeder hat von Ihnen natürlich auch schon mal getankt und da jetzt keine Gefahr vor spontanen Explosionen. Das bedeutet, diese blaue Linie, die ich Ihnen da eingemalt habe, wird so nicht richtig sein. Und die richtige Linienform ist im Allgemeinen eher so. Das bedeutet, man hat so einen Hügel hier mit dabei, über den man erst drüber kommen muss. Chemiker nennen das Ganze die Aktivierungsenergie. Und das ist eine von der Natur eingebaute Kindersicherung, damit das Ganze nicht sofort anfängt zu reagieren.
Für den Kraftstoff bedeutet das, wir haben hohes Energieniveau, wir brauchen keinen zusätzlichen Reaktionspartner, sondern der ist in der Luft und wir haben eine eingebaute Kindersicherung der Natur über die Aktivierungsenergie. Und wenn eine solche Energiespeichertechnologie noch nicht verfügbar wäre, wäre das mit Sicherheit revolutionär. Wir nutzen das jetzt halt zufälligerweise schon seit ungefähr 150 Jahren in den Fahrzeugen. Damit ist also klar, dass wir hier erstmal einen sehr, sehr guten Energiespeicher haben und bei flüssigen Kraftstoffen auch diese Vorteile nutzen können. Die Frage ist jetzt, wie wir damit auch auf die Motoren dann rüberkommen. Und dabei eine kurze Seite Information zum Ottomotor. Bei normalen Ottomotoren kennen nämlich viele von Ihnen auch den Punkt, dass sie eine Zündkerze haben. Fremdgezündetes Brennverfahren. Der Hintergrund dabei ist, dass wir bei dieser Fremdzündung einfach im Motor noch nicht die Aktivierungsenergie überschritten haben und dementsprechend dann die Fremdzündung benötigen. Das ist also der Hintergrund, wie der Ottomotor funktioniert. Und wenn wir dann einfach auf den Dieselmotor rüberspringen, ist es genau umgekehrt, denn der Dieselmotor geht absichtlich über diese Grenze rüber. Und da der Motor absichtlich über diese Grenze rübergeht und die Gasbedingungen im Brennraum dann so heiß sind, kann der Dieselmotor selbst zünden. Das ist der Hintergrund des Selbstzünders. Gucken uns dann aber auch mal eben an, wie das Ganze aussieht. Das hier ist jetzt eine Aufnahme vom Inneren eines Motors bei einer dieselmotorischen Verbrennung. Das Video wiederholt sich immer die ganze Zeit. Das wurde uns von der Firma Photron zur Verfügung gestellt für dieses Video. Und der Punkt ist, was man hierbei jetzt sieht, ist, das Gas wird so heiß gemacht, dass die Bedingungen überschritten sind. Dann kommt der Kraftstoff hinzu und der Kraftstoff reagiert dann einfach auf Basis der Chemie. Man hat hier 8 Strahlkeulen, die man hoffentlich auf dem Video sehen kann. Und alle Strahlkeulen zünden, alle Strahlkeulen brennen. Und der Punkt, wie die Strahlkeulen brennen, können Sie sich auch bei einem normalen Feuerzeug mit anschauen. Denn bei beiden Fällen kriegen wir ein gelbliches Leuchten. Das sehen Sie da, das sehen Sie hier. Das sind im Endeffekt Rußpartikel. Und der Punkt bei so einer Feuerzeugflamme, wenn Sie das zu Hause auch machen möchten, sehen Sie immer eine klar abgegrenzte Linie. Da kommen diese Rußpartikel wieder mit der Umgebungsluft in Verbindung und werden dann nachverbrannt. Das Gleiche passiert hier und deshalb sehen wir auch dieses Leuchten. Bedeutet, damit ist hoffentlich dann auch der Hintergrund der dieselmotorischen Brennverfahren klar. Und wie angedeutet, ich könnte jetzt an der Stelle tagelang ohne Punkt und Komma einfach weiterreden über viele interessante Punkte, was ich aber jetzt nicht mache. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, sind die allgemeinen Ziele, die wir erzielen wollen. Und in der Energietechnik gibt es für alle Systeme eigentlich immer 3 Ziele. Ziel 1, stabiler Betrieb, das Ganze soll halt stabil funktionieren. Und zwar im Winter, im Sommer, wenn der Motor kalt ist, wenn der Motor warm ist, etc. Und wenn Sie sich hier dieses Bild anschauen, sehen Sie, das zündet überall an allen Seiten gleichzeitig. Das heißt, wenn der Motor da die Bedingungen erzielen kann, dass der Kraftstoff reagieren kann, dann reagiert der Kraftstoff auch. Das heißt, der Dieselmotor kann stabilen Betrieb einigermaßen gut. Zweiter Punkt, Effizienz. Wirkungsgrad, Verbrauch. Das ist natürlich auch ein Ziel, was wichtig ist, denn wenn Sie Ihren Kraftstoff gekauft haben, möchten Sie damit natürlich möglichst weit fahren. Das heißt, neben dem stabilen Betrieb soll das Ganze auch effizient und sparsam sein. Das dritte Ziel ist aber genauso wichtig wie die beiden anderen, und zwar die niedrigen Emissionen. Und Sie wissen dabei, dass man beim Dieselmotor natürlich auf die Emissionen auch schauen muss. Eins dieser Ziele zu erreichen, ist einigermaßen trivial. Das kann jede Technikabteilung, ein Ziel zu erreichen, ist überhaupt gar kein Problem. 2 Ziele gleichzeitig zu erreichen, bedarf schon etwas Aufwand und muss gegebenenfalls Kompromisslösungen haben. Bei 3 Zielen gleichzeitig wird das schon sehr, sehr anspruchsvoll, weil das Zielkonflikte sind, in die man sich begibt. Und diese Zielkonflikte sind im Allgemeinen bekannt und werden auch in der Entwicklung natürlich betrachtet und dann beurteilt. Alle Motoren, die jetzt aber im Betrieb sind, laufen mit dem normalen Standardkraftstoff, den Sie auch an der Tankstelle kaufen können. Und damit ist der Kraftstoff erstmal definiert und alles andere muss darauf angepasst werden. Was wir in der Hochschule Coburg anschauen wollen, ist, wenn wir den Kraftstoff variieren, haben wir damit einen neuen Variationsparameter und können unter Umständen in diesem Dreieck mit dem neuen Variationsparameter Kraftstoff vielleicht auch noch bessere Punkte erzielen, als wir jetzt mit dem normalen Standardkraftstoff erzielen können. Und dafür haben wir hier eine komplette Messkette mit chemischen Analysen, Motorentests und Fahrzeuguntersuchungen aufgebaut in Coburg, bei denen wir also zum einen untersuchen können, was im Kraftstoff drin ist. Wir können uns im Motor anschauen, welche Potenziale wir wirklich erzielen können. Und dann im Fahrzeug, teilweise im Straßenverkehr, neben Ihnen mit einem Messkoffer auf der Anhängerkupplung des Fahrzeugs, dann auch schauen, wie gut der Kraftstoff im realen Betrieb agieren kann. Und an der Stelle sind wir gerade dabei, ein paar Prüfstände noch aufzubauen. Sie sehen also, ein paar Vorbereitungen laufen noch. Wir sind aber sehr aktiv und möchten das auch schnell aktivieren, damit wir da auch sehr, sehr bald an neuen Forschungsprojekten arbeiten können, die vielleicht in Coburg dann einen kleinen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität erzielen können.
Damit habe ich also jetzt in aller Kürze und ohne auf Details einzugehen, wie gesagt, ich bin gebeten worden, keine Details zu nennen, die drei Hauptpunkte gezeigt, die ich Ihnen zeigen wollte. Das heißt, wir haben einen hervorragenden Energiespeicher und das gilt nicht nur für Diesel, sondern für alle flüssigen Kraftstoffe. Wir haben ein ausgereiftes Brennverfahren, das heißt, wir haben einen guten Speicher und ein gutes System, was im Endeffekt schon mal eine sehr schöne Kombination ist, mit der wir weiterarbeiten können. Und wir haben verschiedenste Punkte, an denen wir uns genau die Details dann auch anschauen möchten, sodass man dann sagen kann, Diesel ist in Summe ein potenziell zukunftsfähiges Technologiepaket. Dabei will ich nicht sagen, dass Dieselmotoren die Lösung von allen Problemen sind. Und für innerstädtische Systeme werden Elektroantriebe sicherlich besser sein. Es wird aber sein können, dass es Anwendungen gibt, bei denen genau diese Eigenschaften hervorragend geeignet sind, um damit nachhaltige Mobilität zu erzielen. Und wir wollen uns anschauen, welche Möglichkeiten wir an dieser Stelle finden können. Damit bin ich auch am Ende meines Vortrags angekommen. Hoffe, dass ich unter Umständen die ein oder andere interessante Information für Sie mit dabei hatte. Und bedanke mich natürlich ganz herzlich für Ihr Interesse.